Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, während früher Schwangere vor dem Zugriff der Arbeitgeber geschützt waren, sollen sie nun verhandeln dürfen, in welchem Umfang Schutz für sich, in welchem Umfang sie Schutz für sich und ihr ungeborenes Leben in Anspruch nehmen. Als Frau und als Gewerkschafterin schrillen bei mir die Alarmglocken, wenn ich sowas höre. Im ersten Moment liest sich der Gesetzentwurf so, als sei alles im grünen Bereich. Gut ist zum Beispiel, ist ja auch schon genannt worden, dass Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Praktikantinnen in das Mutterschutzgesetz aufgenommen werden und einiges mehr. Wir haben eben ja auch einiges schon gehört. Dass aber die Bundesregierung im Mutterschutzgesetz gleichzeitig Schutzrechte für Frauen aufweicht, das geht gar nicht. Diese Bundesregierung stellt sich mal wieder klar an die Seite der Arbeitgeber und ihrer Lobbyisten. Diese haben nun den Fuß in der Türe, um weitere Schutzrechte für alle Beschäftigten abzubauen. Es muss doch niemand glauben, wenn das einmal passiert ist, dass es dann dabei bleibt. Bisher garantierte und organisierte der Staat den Schutz. Nun sollen die einzelnen Beschäftigten individuell darüber verhandeln, wie viel Schutz sie in Anspruch nehmen. Wer da der Sieger ist, das wissen wir doch eigentlich. Meine Damen und Herren von der CDU und SPD, dieses Spiel lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Schutzrechte von Beschäftigten sind nicht verhandelbar. Bisher waren Schwangere ab 20 Uhr vor Nachtarbeit und vor Sonn- und Feiertagsarbeit geschützt. Das weichen Sie nun auf bis 20 Uhr und erlauben das Arbeiten am Wochenende. Sie haben eine falsche Vorstellung von Selbstbestimmung. Sie haben eine falsche Vorstellung von Selbstbestimmung. Ich frage Sie, welche Verkäuferin, nicht Ärztin, nicht höher Qualifizierte, welche Verkäuferin kann denn ihrem Chef widersprechen, nicht bis 22 Uhr an der Kasse zu sitzen? Welche Angestellte im Service kann denn ablehnen ihrem Chef, dass sie nicht am Wochenende bereit ist zu arbeiten? Wer wie die CDU ein Gesellschaftsbild hat, bei dem die Frauen hinter dem Herd stehen, der braucht wahrlich keinen Mutterschutz für beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mit diesem Gesetzentwurf laufen Sie weiter gegen die Beschäftigten an der Stelle amok. Zuerst haben Sie mit den Hartz-Gesetzen die Axt an den Schutz der sozialen Sicherungssysteme gelegt. Sie haben die Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld gekürzt, die Zumutbarkeitsregeln abgeschafft und Hartz IV eingeführt. Anschließend haben Sie die Agenda 2010 den Arbeitsmarkt zerlegt. Sie zwangen Menschen in prekäre Beschäftigung und haben damit den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa geschaffen. Sie nahmen den Beschäftigten die Sicherheit und den Schutz des Normalarbeitsverhältnisses. Dank Ihrer Politik gibt es viele Menschen, die nur noch die Arbeitsschutzgesetze, die zwischen Ihnen und den Arbeitgebern stehen. Und diese demontieren Sie auch noch. Dass Sie damit bei den Verletzlichsten in der Gesellschaft anfangen, ist regelrecht ekelhaft. Sie verstehen einfach nicht, dass Beschäftigte im Kapitalismus per Gesetz geschützt werden müssen und nicht die Wahlfreiheit für alle möglichen Optionen brauchen. Selbst das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, dass Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern eben nicht auf Augenhöhe stattfinden. Wenn diese Erkenntnisse sind medizinische Grundlagen nicht das Handeln bestimmen, dann sind auch das mittlerweile postfaktisch, sind wir im postfaktischen Zeitalter angekommen. So geht das nicht. Finger weg vom Mutterschutz. Arbeitsrechte sind Schutzgesetze. Schutzrechte sind nicht verhandelbar. Deshalb werden wir als Linke diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Der Kollege Markus Weinberg hat für die CDU-CSU gesagt.